Das Ganze hat einen Hintergrund, nämlich die Asylzahlen in der Schweiz, die sind ähnlich wie in Österreich, die 100.000er-Marke, die wurde hier geknackt und die Regierung in Bern, die hat jetzt beschlossen, das sogenannte UNHCR Resettlement Program, also das Programm zur Ansiedlung, auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Betroffen sind davon rund 800 Personen, vor allem kranke Menschen, die in der Schweiz angesiedelt hätten werden sollen. Bis März werden nur rund 1.000 Menschen in der Schweiz dann noch zusätzlich aufgenommen. Das hat Laura Sachslin auf den Plan gerufen, hier auch in die Tasten zu hauen, um zu twittern. Wir sehen jetzt gleich auch einen Tweet eingeblendet von der Landtagsabgeordneten der ÖVP. Ich werde diesen Tweet einmal kurz auch vorlesen. Sachslin sagt hier wörtlich, die Schweiz stoppt die Aufnahme von Asylwerbern und setzt damit einen richtigen Schritt. Die EU hindert Österreich mit ihrem geschaffenen Regelwerk während der größten Asylkrise seit 2015 daran, endlich selbst einen sofortigen Aufnahmestopp durchzusetzen. Und weiters, mit dem österreichischen Veto zur Erweiterung des Schengen-Raums hat die Bundesregierung Mut bewiesen und gezeigt, dass Österreich im Kampf gegen die illegale Migration nicht klein beigeben wird. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen und weitere Schritte auch setzen. Sachslin ist mit ihrem Tweet nicht allein, was die ÖVP-Position in Wien zumindest betrifft. Karl Mara hat ja erst kürzlich Ähnliches auch verlautbart. Ganz anders sieht das allerdings Ottmar Karas. Der hat noch vor einigen Tagen gemeint, hinsichtlich des Neins von Österreich, Schengen, Rumänien, dass hier Asyl und Schengen miteinander vermischt werden und diese beiden Dinge eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und auch auf Twitter geht es schon jetzt rund. Manch einer wirft Sachslin vor, dass sie hier FPÖ-Positionen versucht zu kopieren, nennt sie auch Laura Kickl. Andere wiederum geben ihr Recht, sagen, ja, man müsse hier auch handeln. Es ist ein Thema, das auf alle Fälle polarisiert. Und diese Diskussion, die von Sachslin hier aufgebrochen wurde, die wird nicht nur die ÖVP beschäftigen, sondern auch die anderen Parteien in Österreich.